Möchtest du das Beste für deinen Wagen? Du schaust dir bereits unsere Tutorials an. Dann der richtige Reflex für Schnappschüsse ist, auf der Mr. Auto abzukaufen. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Bolk Spurstangen und Spurstangenköpfe exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus und ziehe die Handbremse an. Um die Spurstange und den Spurstangenkopf an deinem Wagen zu wechseln, musst du den vorderen Teil des Autos anheben und die Räder entfernen, damit du richtig ans Steuerungssystem herankommst. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern, hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial deinen Wagen sicher anheben anzuschauen. Danach kannst du die beiden Räder entfernen. Vergiss nicht, sie unters Auto zu schieben. Du kannst nun den Spurstangenkopf sehen. Diese Elemente sind oft sehr schwergängig, deshalb kannst du ruhig ein Kriechöl verwenden, um den Vorgang zu erleichtern. Mache mit einem Markierstift eine Markierung zwischen der Schubstange und dem Spurstangenkopf. Du wirst diese später beim Ausbau und beim Wiedereinbau benötigen. Löse mit einem Schraubenschlüssel die Haltemutter des Spurstangenkopfs. Sie dient dazu, eine Verdrehung von Teilen zu vermeiden, was sich auf die Geometrie deines Wagens auswirken könnte. Verwende nun einen 16er Maulschlüssel und einen 5 mm Imbusschlüsseleinsatz und löse die Haltemutter des Spurstangenkopfs. Wenn du keinen Spurstangenentferner hast, nimmst du einen Hammer und schlägst damit auf die Mutter, die du auf das Ende des Schraubengewindes gesetzt hast. Schlage nur auf das Drehgelenk, wenn du den Spurstangenkopf wechselst, sonst könntest du das Gewinde beschädigen. Löse den Spurstangenkopf unter Beachtung der Markierung und zähle dabei, wie viele Umdrehungen notwendig sind, um den Spurstangenkopf zu entfernen. Miss mit einem Messschieber den Abstand zwischen der Kontermutter und dem Ende der Lenkschubstange. Dies wird dir beim Wiedereinbau nützlich sein, damit du dann so nahe wie möglich an die ursprüngliche Geometrie herankommst. Schneide den äußeren Teil des Balks mit einem Cutter so ab, dass er entfernt werden kann. Löse mit einem Steckschlüssel und einem 7 mm Einsatz die Schlauchklemme im Innern des Balks. Nimm den Balk heraus. Entferne die Klemme. Mit einem Spurstangenwerkzeug oder einem Spurstangenabzieher, einem speziellen Werkzeug für diese Arbeit, kannst du das Ganze problemlos lösen. Dazu schiebst du das Werkzeug bis zum fixen Teil der Spurstange ein und übst dann mit einem Steckschlüssel und einer langen Verlängerung Kraft im Gegenuhrzeigersinn aus. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich. Nimm dir die neue Spurstange des Stabilisators zur Hand. Setze es dann an der Zahnstange ein. Blockiere die Lenkschubstange immer noch mit demselben Werkzeug oder einem Schraubenschlüssel, aber diesmal im Uhrzeigersinn. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel an. Setze die innere Klemme wieder ein. Nimm dir jetzt den neuen Balk zur Hand, fette sie ein, dies wird den Einbau des Balks erleichtern. Wir empfehlen dir, eine Klemmschelle mit Schraube zu verwenden, da der Zugang mit einem speziellen Werkzeug wirklich sehr schwierig ist. Ziehe die Klemme an und sei vorsichtig, damit du nicht zu fest forcierst, um den Balk nicht zu beschädigen.
Nimm dir den neuen Spurstangenkopf zur Hand und löse die mitgelieferte Mutter. Schraube die Kontermutter fest bis zur Distanz, die du mit dem Messschieber gemessen hast, und bringe den Spurstangenkopf wieder an, indem du dieselbe Anzahl Umdrehungen ausführst, die du beim Ausbau gezählt hast. Setze den Spurstangenkopf wieder am Drehgelenk ein. Setze die Mutter ein, die beim neuen Teil mit dabei ist, und übe dabei mit dem Wagenheber einen Druck auf den Spurstangenkopf aus und ziehe ihn mit einem Steckschlüssel an. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel an. Schraube die Mutter des Spurstangenkopfs auf der Seite der Spurstange wieder an. Du kannst dann die Räder wieder an deinem Wagen anbringen und dabei die Radbolzen gut einfetten. Stelle dein Auto wieder auf den Boden und blockiere die Räder gut. Während dieses Vorgangs greifst du in das Steuerungssystem deines Wagens ein. Eine fachmännisch durchgeführte Geometriekontrolle garantiert die perfekte Einstellung und Funktion deines Steuerungssystems. Vorgang beendet. Like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool.